Mahlzeit, moin, Freunde der verrückten Schrauberfreunde oder so. Ihr habt es euch auf jeden Fall lange gewünscht, dass wir euch unseren Dröscher mal präsentieren. Oder quasi gesehen von meiner Clique haben wir uns den zusammen gekauft. War so eine Schnapsidee. Ist ein Klaas Matador. Umgebaut, fast zum Gigant. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Oder hinten. Die Haube fehlt noch und die Schüttler, aber ansonsten ist er quasi auf den Standard von dem Gigant. Der hat einen 6-Zylinder Perkins Motor verbaut, wie der Gigant halt. Der Standard hätte nur einen 4-Zylinder verbaut. Die Kiste haben wir jetzt seit circa 4 Jahren, 3-mal jetzt mit im Einsatz gewesen. Also bis jetzt hat er uns noch nicht im Stich gelassen. Hier und da mal ein paar Kleinigkeiten, aber das hat man immer. Ansonsten konnten wir uns bis jetzt noch nicht beschweren. Klar, die Kiste hat immer irgendwo, denkt man sich, fällt gleich auseinander, aber das ist halt alte Technik, das muss wohl so. Die ganzen Riemen und alles sehen halt alle nicht mehr aus wie neu, aber die sehen auch schon so aus seit 4 Jahren, seitdem wir den haben, haben sich jetzt noch nicht wirklich verschlimmert. Wir haben auf jeden Fall, wo wir die Kiste bekommen haben, haben wir hinten die Rücklichter nachgerüstet. Original hättet ihr hier so Halter und mit Leuchten, aber war alles nicht mehr dabei. Wir haben das einfach gemacht, damit wir was zum, damit sicherer ist. Wir haben auf jeden Fall die Rücklichter ein bisschen nachgerüstet. 2 Rundumleuchten, oder nee, nur eine Rundumleuchte haben wir nachgerüstet und vorne LED-Scheinwerfer, damit es ein bisschen heller wird. Ansonsten haben wir an der ganzen Kiste nicht mehr viel gemacht. Reparaturen waren bis jetzt nur mal Kleinigkeiten, hier und da mal ein Seilzug oder so. Der hat auch bis zuletzt ganz normal gelaufen und von den Verlusten her auch relativ gut. Also da kann man im Gegensatz zu den Großen, konnte ja schon wohl mithalten. Nicht von Hektarleistung, aber natürlich von den Verlusten. Ja, hier vorne zum Schneidwerk haben wir auch noch so Spitzen. Die kommen hier vorne rein, damit das ein bisschen besser geleitet wird. Die liegen jetzt gerade noch woanders. Auf jeden Fall, die werden einfach reingesteckt. Die haben wir auf jeden Fall, keine Sorge. Ansonsten gibt es hier vorne nicht mehr so viel zu erzählen. Können wir nochmal einmal kurz auf die Kabine gehen. Kabine. Das ist auf jeden Fall, ja, Kabine ist nicht der Führerstand. Liegt dann, wie der Wind steht, ist es mal schön hier drauf, mal nicht so schön. An sich ist die Kiste ganz einfach zu fahren. Kupplung, Bremse, Gas zum Ausstellen. Ja, eine Handbremse hat man natürlich auch. Ansonsten nicht schwierig, eine Viergangschaltung, alles eigentlich logisch, wer schon mal ein Auto gefahren ist, kann dort auffahren. Hier vorne kann man runter machen, schneller, langsamer und hier die Haspel mit einstellen, also auch kein Hexenwerk. Hier vorne schnellt man die Dreschtrommel an oder das ganze Dreschwerk und hier vorne das Gebiss. Dass das läuft. Ja, und viel mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu erzählen. Also dröschen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und hier kann man nochmal die Haspelgeschwindigkeit stufenlos verstellen. So, hier sind die ganzen Riemen für den Dreschantrieb. Wie schon gesagt, die sehen jetzt alle nicht aus wie neu. Aber für das Alter entsprechend sind die noch eigentlich ganz gut in Schuss. Die Kiste läuft auf jeden Fall damit noch. Wir haben auf jeden Fall in der Zeit hier noch nicht viel dran gemacht, obwohl wir schon so circa 40, 50 Hektar haben wir damit bestimmt schon gemacht. Und da hat er bis jetzt ganz gut durchgehalten. Ja, es gibt auf jeden Fall hier und da immer so ein paar Leckstellen an so einem Drescher. Sieht man jetzt gar nicht unten drunter. Hier und da haben wir mal ein bisschen mit ein bisschen Silikon und so rumgefuscht, dass das Korn nicht rausläuft. Aber viel schlimmere Sachen haben wir ja eigentlich zum Glück nicht dran. Ja, ich schmeiß die Kiste jetzt einmal an, stell einmal alles an, das Dröschwerk und Co. Dann lass den einmal auf Drehzahl laufen, damit wir sehen, wie es läuft. Klar, die Kiste wird jetzt ein bisschen Geräusche machen, aber für das Alter wird das wohl normal sein. So, hier hört man jetzt, dass die Kiste läuft. Man hört jetzt ein bisschen klappern. Aber sobald er sich was einzieht, wird das auf jeden Fall ruhiger. Ist ja klar, die ganzen Ketten, alles, der Einzug, der läuft jetzt quasi trocken, also ohne Material. Wenn er voll unter Last ist,
mit Korn quasi drin, dann ist ja auf jeden Fall ruhiger. Aber wir können ja einmal rumgehen. Na, die ganze Kiste rappelt ein bisschen. Klappert alles, aber das ist Stand der Technik. Der läuft schon so seit 4 Jahren bei uns, also. Ja, mit dem Video wollen wir direkt auch sagen, dass wir den verkaufen. Unten drin wird ein Link sein von eBay Kleinanzeigen. Warum verkaufen wir den? Also eigentlich wollen wir den noch nicht gerne wegtun, aber alle sind berufstätig, alle haben irgendwie immer Stress, was zu tun. So eine Kiste nimmt ja doch wohl ein bisschen Platz weg, also deswegen wollen wir den jetzt leider wieder verkaufen. Er hat auf jeden Fall treue Dienste geleistet bei uns. Wir werden auf jeden Fall Link unten in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch den gerne angucken. Wenn ihr jetzt einfach nur vorbeikommen wollt und meint, ich wäre dann da. Ich werde wahrscheinlich nicht unbedingt da sein, da das hier gar nicht unser Hof ist, sondern von einem Kollegen von mir. Deswegen erhofft euch nicht, dass ihr jetzt alle sagt, ihr kommt vorbei, guckt euch den an, nur um uns zu treffen. Wir werden wahrscheinlich nicht mal da sein, außer es passt von der Zeit, aber das kann man ja dann schreiben. Auf jeden Fall, wir werden einen Link unten reinpacken. Wir hätten euch jetzt leider gerne mehr davon gezeigt, aber es ist leider noch nicht Erntesaison. Und wir wollen den besser jetzt schon verkaufen, weil nach der Erntesaison steht der wieder ein Jahr rum. Dann will den auch erstmal keiner haben. Also besser vorher inserieren, damit man damit noch Spaß haben kann. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Schreibt fleißig was in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder irgendwas hierzu noch wisst. Tschüss. Ja.